Willkommen im Land der Bugs. Willkommen in Gothic 1, dem Spiel für bugfreudige Bugfreunde. Ich kann das Wort Bugs so oft jetzt aussprechen, dass es gar nicht mehr geht, weil dieses Spiel ist verbuggt. Falls noch keiner geraten hat. Oh. Oh. Hallo Kumpel, dich kennen wir doch, oder? Sterblicher! Ja. Deine Reise endet hier bei mir. Nope. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Genau. Du kommst nicht vorbei. Und. Es blitzelt. Yay, Stufenaufstieg und wir kommen weiter. Gut. Das Tor geht zu. Entschuldigung. Ein Slit ist noch bei mir. Das stört mich nicht so sehr. Okay. Einmal Gitter auf. Und hops. Blub. Ich hasse es, auf so ein Gitter zu stehen. Ich habe immer das Gefühl, dass jeden Moment das hochkommt. Zornstahl. Schon mal nachgeguckt eigentlich letztes Mal. Also Zornstahl ist schwächer. Sieht ein bisschen anders aus, aber nö. Bleiben wir mal nach dem Stahl. So, hier drunter waren, glaube ich, Mumien noch. Die werde ich wieder ausplündern. So wahr ich der Henry bin, werde ich diese Sünde begehen und ein Ork-Mumie begrabbeln. Bis ins Hals reinfassen. Oh, Trank der Geschicklichkeit. Hm. Was finden wir hier? Mumie Nummer 2, die nicht angezeigt wird. Zwei Fackeln. Ja, die braucht die Mumie garantiert. Jede Menge Tränke, ein Stärkebonus, Pfeile, ja, die braucht die Mumie auch unbedingt. Und Schutz vor Feuer. Na gut, die Mumie soll nicht abbrennen, ne? Die soll ja nicht abbrennen, habe ich schon gesagt. Verdammt. Gut. Ja, maximales Mana plus 15, das kann ich gut gebrauchen. Ich habe schon mal gesagt, Mana ist etwas, was im Moment mehr als genug fehlt. Maximales Leben, maximales Mana plus 15. Die pfeife ich erstmal rein. Weil ich so lustig bin. So. Damit auch mit nicht verzichten. Das ist etwas, was ich ganz gerne mag. Oh, maximales Mana. Das ist toll. Das finde ich ja sowas von toll. Das geht gar nicht. Ja, hier wird man nochmal richtig aufgeboostet. Dass man notfalls, falls man... Ich schätze mal, die Idee war halt dahinter, dass man irgendwie in einem belohnen muss, so spät noch im Spiel. Und dass man dadurch dann, falls man sich irgendwie falsch geskillt hat und man nämlich so schwach ist, sich ein bisschen aufputschen kann. Den Schalter nicht gerne. Den Schalter nicht betätigen? Doch. Ach, muss ich gucken. Da. Wupp. Und ich lebe noch. Gut. Diesmal ist kein Golem oben, der mich abblockt. Was ich sehr schön finde. Und diesmal der Stein reinschmecken nichts gebracht. Da ist ein Schalter. Wuff, ist der Schalter. Das sind wir gleich heraus. Ich will vorab speichern. Ihr wisst ja, Schalter und Bugs, die scheinen sich zu paaren und irgendwie zu ja, toll. Geh wieder auf. Brave Stein. Wand. Wie auch immer. Hier sind sogar Hinweise. Ist ja stark, hätte ich nie gedacht. Na gut. Geht's weiter durch den Ork, Schläfer, Tempel, was auch immer. Ja, was kann man noch erzählen? Da sind Erze, die kann ich nicht abbauen. Selbst mit Spitzhacke. Moment eben. So, das wird man mir nie verzeihen. Jetzt wird man tausende von bösen Kommentaren schreiben. Du hast gehustet. Ja, habe ich. Lebt damit. Ja, ich habe heute so viele Leute zu tun gehabt, dass die nicht wissen, was sie ihr Leben machen sollen. Das war schrecklich. Okay, hier soll auch wieder das abgeschossen werden. Und er wird klassisch instinktiv da hinten hin. Na gut, sollen sie. Mach ich dann auch mal. Na? No. Hä? Ein Templer? Ey, cool, ich Unterstützung. Das wär's ja. Oder was machst du hier? Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Was? Willst du mich aufhalten?
genug. Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Was? Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Genau, mache dich gar nicht bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Ja, von wegen unsterblich hier. Du kriegst sowas und wenig Schaden hier. Wie du sterblich bist hier, ist immer ein... So wie zum Thema unsterblich. Deine Augen sind ein bisschen rötlich, nicht? Na. Und natürlich grüne Novize. Klar, Drogen hat er auch dabei. Na schön, dank. Immerhin kriegen wir noch Drogen. Die Platten brauche ich allerdings nicht mehr. Falls man also in der Mine nicht nur dieser Crawler-Platten findet, hier kriegt man noch welche nachgeliefert. Also für den Fall, dass jemand die nicht findet, dann kann man sie nachträglich die noch holen. Ich denke mal, das war der Gedankengang, den die Entwickler dahinter hatten. Ja, ich interpretiere jetzt ein bisschen, habe ich mein erstes Spiel nicht getan. Das habe ich jetzt, indem ich so oft das Spiel gespielt habe, versuche ich da, mich ein bisschen reinzudenken. Ich soll den Schalter abschießen. Gut. Okay, den Schalter haben wir nicht. Oh, das ist ein Ding auf dem Boden. Okay, dann kann ich schon mal auch reingehen. Ist irgendein Schalter abschießen? Achso, wie ein Drehschalter. Na gut. Mach mal den Drehschalter. Mal gucken, was passiert. Und zwischen nicht dick auf den Kopf fallen, also bitte. Kommt bekannt vor, ne? Da sieht man den Farben jetzt so. Okay, wir haben Besuch bekommen. Ich gehe einfach nochmal aus, dass wir es richtig gemacht haben. Und deswegen Besuch bekommen. Ja, du flatterst ja rum. Oh, du dummes Skelett! Warum kann ich dich anwählen? Warum habe ich dich angewählt? Komm, Freddy halt. Freddy sind sowieso viel toller. Und Freddy wird gleich mein Skelett kaputt hauen, das weiß ich ja schon. Weil Freddy verträgt sich nicht mit Kuno. Kuno wird jetzt gedatscht. Kuno ist tot. Freddy freut sich. Tolles Kommentieren, ich weiß. Na gut, gucken wir mal. Schalter drehen und so, ne? Los, Freddy. Schaffst du noch vor mir? Nein? Los, Freddy. Attacke. Ja. Genau, freu dich. Freu dich, Freddy. So. Wir haben ein Erdbeben, dank Freddy. Ich speichere eben. Wir schädigen diesen Schalter nochmal. Nämlich jetzt mal der Schalter nichts gebracht. Ob jetzt ein Priester auftaucht. Da oben sind Schalter. Nein, ich will nicht Freddy abschießen. Nein, ich will nicht Freddy abschießen. Freddy ist... Hallo, ich will nicht Freddy abschießen. Ich sag nur Buggy, Buggy, Bug, Bug. Wenn ich jetzt das Ding nicht abschießen kann, nur wegen Freddy. Nein! What the... Warum kann ich nicht den Dämon anwählen? Der ist längst tot. Aussehen kann ich ihn auch nicht. Was soll die Kacke? Willkommen im Bugparadies. Tut mir leid, Freddy. Gleich muss ich loswerden. Das ist doch... So, das sollte einem Spiel nicht vorkommen. Mir jetzt immer noch auf Freddy schießt. Danke. Noch mehr Schalter hier?
Nö. Soll ich noch schneller schießen? Bist du total verpackt oder was ist los? Du hast es scheinbar geholfen. Du hast ein Problem an der Backe, das freut mich. Toll. Das hat mir so viel gebracht. Irgendwas übersehen? Was ich nicht weiß. Oh, warum ist das Schläfertempel einmal so verbuggt? Das ist total unnötig. Und lästig und doof und sowieso, das ist alles Kacke. Oh. Hallo? Jetzt erzählt mir nicht, er wirkt erst, wenn ich hier drin stehe und drauf schieße, ha? Nee. Also irgendwie scheint gar nichts zu funktionieren. Ich lade nochmal. Ist irgendwie... Stimmt das gewaltig nicht. Okay. Scheint ja richtig zu sein. Passiert ja nichts. So. Okay, ist doch falsch. Da kommt ein Dämon. Langsam kommen wir hinter das System. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber im Prinzip ist es die unendliche XP-Quelle, wenn die mal 600 geben. Interesting. So. So, rot. Muss er da hinten. So, es wird aber kein Dämon kommen. Nee. Ha, langsam habe ich's. So, und jetzt müsste hier... Na, was passiert jetzt? Ah, ist toll, da hinten ist es aufgegangen. Das ist toll. Das finde ich toll. Lass dich hier nicht mehr blicken. Hä? So, noch so ein Templer? Wo kam die Stimme? Hm. Witzig. Gut, das scheint nicht mehr verbuggt zu sein. Hoffen wir mal, Freddy jetzt auch mal weg ist. Oh, hat der Templer, ist Freddy da hinten lang gegangen, hat den... Wir werden es nie.